So, dann wollen wir sehen, ob Stocherschnabel wieder kommt. Ja. Komm, Stocherschnabel. Ja, schmeiß mal. Ja, er geht hin. Ja, dann ist er dann. Dann findet er das nicht so hoch. Nicht so schnell bewegen. Ja, da hast du ihn wieder. Und jetzt hat er. Immer auf ihn draufhalten. Warten, bis er drunter geschluckt hat. Jetzt. So, jetzt schmeiß ich nochmal. Ja, hast ihn drauf? Ja. Stocherschnabel futtert schön, siehst du? Immer schön warten, das dauert los, eine Weile, bis er in seinen langen Hals rein hier. Er ist schon drin, er schüttelt sich schon. Ja, und jetzt nochmal. Ach, das ist falsch. Ach, nee, jetzt macht er sich nass. Lauf mal nochmal ein. Da hat er keine Lust. Den erwischt er. Ach, und dann habe ich nur noch einen. Zack, hat er erwischt. Hast du ihn schön drauf? Ja. Ob schön, weiß ich nicht. Stocherschnabel. Noch einmal. Ja, das muss erst runterrutschen. Das ist er schon. Ja, ja. Ich sehe das doch hier. Ja, jetzt geht's gleich. Da, den hat er auch. Zack. Naja. So, dann mach aus. Einer ist Verlust, nochmal raufdrücken. So, wir sind hier am kleineren Teich. Hier steht Stocherschnabel meistens, aber heute ist er mal leider nicht da. Er stand aber schon mal auf diesem Baum hier, der hier steht. Hier. Und wir haben gerufen, Stocherschnabel, komm runter. Aber er kam nicht runter. Und dann haben wir ein Hühnerherz geworfen, hier dicht an den Teich ran. Und dann kam er runter, hat einen halben Bogen geflogen und in der Mitte der Kreise im Wasser ist er reingestoßen. Und was soll ich sagen, er hat tatsächlich mit dem ersten Schlag das Hühnerherz rausgeholt. Und dann haben wir ihn noch weiter gefüttert. Meistens steht Stocherschnabel an dieser Stelle, das werde ich gleich mal zeigen, wo er immer meistens steht. Meistens steht er hier, wo er in der Nähe des Steins. Ich zoome mal ran. Steht er meistens. Und wir stehen sehr oft dann auf dieser Plattform im Wasser und werfen ihn dann seine Hühnerherzen hin. Anfangs haben wir ihn mal Fisch hingeworfen, aber die kleinen Fischbröckchen, die sind nicht weit genug geflogen. Und die großen, da hat er so dran zu schlucken gehabt, wir dachten, er kriegt das nicht runter und erstickt. Deswegen haben wir ihn dann immer nur noch Hühnerherzen mitgebracht. Und einmal sind wir hier vorbeigekommen. Wir hatten ihn schon etwas gefüttert mit 5 Hühnerherzen. Wir sind hier vorbeigekommen und da ist Stocherschnabel uns hinterher geflogen und hat sich hier auf den Stein gesetzt. Das hat uns so angerührt, dass wir noch, wir hatten aber kein Futter mehr für ihn mit. Es hat uns aber so angerührt, dass wir in den Supermarkt gegangen sind und haben ihm noch ein paar Hühnerherzen geholt. Und dann, wie wir zurückgekommen sind, wir sind hier an der anderen Seite zurückgekommen, da hat er uns gesehen und ist uns entgegengeflogen und hat sich hier in der Nähe des Steins hingesetzt. Aber wir sind ja weitergegangen bis zu der Plattform und da ist er nochmal weiter geflogen, hier in dieser Nähe, da so. Und da haben wir ihn dann gefüttert. Und dann war er wohl zufrieden, dann hat er für den Tag wohl genug gekriegt.